Hallo ihr Lieben, lasst uns heute mal über Pastinaken reden. Hierzulande ist die Wurzel lange in Vergessenheit geraten gewesen. Während Pastinaken in früheren Zeiten häufig auf den Tisch kamen, gerieten sie sozusagen aus der Mode, nachdem unsere Vorfahren auf den Geschmack von Kartoffeln gekommen waren. Erst seit ein paar Jahren liegen Pastinaken wieder im kulinarischen Trend. Nicht zuletzt, weil sie sehr gesund und schmackhaft sind. Sie schonen den Magen, sie sorgen dafür, dass wir gute Ballaststoffe zu uns nehmen, die uns ein langes Sättigungsgefühl geben. Durch ihren hohen Magnesiumgehalt stärken sie die Nerven und durch ihren Gehalt an ätherischen Ölen wirken sie auch antibakteriell. Ihr Brennwert ist mit 59 Kilokalorien pro 100 Gramm sehr gering und deshalb eignen sie sich auch gut für eine bewusste Ernährung zum Abnehmen bzw. Gewicht halten. Die Pastinake ist sehr vielseitig einsetzbar. Man kann sie pürieren, man kann Cremesuppen damit zubereiten, man kann sie braten und sogar roh essen, indem man sie raspelt. Wir machen heute zusammen ein ganz einfaches Gericht und das zeige ich euch im Folgenden. So, nachdem ich euch jetzt etwas über die gesundheitliche Wirkung von Pastinaken erzählt habe, wollen wir ein ganz einfaches, aber wohlschmeckendes Gericht zusammen kochen. Und es geht los. Dafür habe ich erstmal die Pastinaken, 650 Gramm, großzügig geschält und in Viertel geschnitten. Dann habe ich aus Rosmarin, einem Esslöffel Honig, 3 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer eine Marinade hergestellt. Dann die Marinade drüber. Und dann das Ganze ein bisschen verrühren und schwenken, dass jedes Stück etwas von der Marinade abbekommt. Und dann kommen die Pastinaken auf ein Blech. Das Ganze in den Herd. Nachdem die Pastinaken 15 Minuten im Ofen geschmort haben, bestreue ich sie mit Manteln und lasse sie noch einmal bei 200 Grad weiter schmoren. So, nach 25 Minuten bei 200 Grad hole ich das Ganze jetzt auf dem Ofen raus. So ihr Lieben, das ging doch ganz schnell und sieht richtig lecker aus. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.